Ich darf Sie begrüßen hier in den Räumen des Besprechungssaales der Ilta-Klinik zum Thema Ilta-Klinik Zukunft, basierend auf den Ergebnissen eines Gutachtens. Ich bin zum einen sehr froh, dass wir einen Weg aufzeigen konnten in dem Gutachten, den wir auch empfehlen, Ilta-Kliniken an beiden Standorten zu erhalten und damit auch eine kommunale Struktur zu erhalten. Es gibt also keine Schließungen von Abteilungen, Funktionsbereichen, es wird keine patientenverschlechternde Maßnahmen geben. You are ready to wake up. Ich darf vielleicht zwei Vorbemerkungen vorweg machen. Das erste ist, wir wollten heute auch die neue Geschäftsführung vorstellen. Das können wir noch nicht tun, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben uns entschieden, eine Interimsgeschäftsführung anzustellen für 9 Monate und in dieser Zeit dann eine Ausschreibung durchzuführen für einen Nachfolgegeschäftsführer. Diese Interimsgeschäftsführung kommt zustande auf Vermittlung unseres Beratungsinstitutes Ernst & Young, das hier an meiner Seite steht. Und wir haben auch in unseren Beratungen festgelegt, dass diese Interimsgeschäftsführung in der Startphase der Umsetzung noch von der Firma begleitet werden soll. Hintergrund ist, dass wir angesichts der Situation, die wir haben mit dem Jahresergebnis 2015, das ja entsprechend kommuniziert worden ist, in jedem Fall eine Kehrtwende einleiten wollen und dass wir das Gutachten als Handlungsempfehlung, nicht nur als Empfehlung sehen wollen, sondern als Handlungsvereinbarung. Wir werden das auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so vorstellen. Und dass wir gleichsam nahtlos aus der Gutachtenerstellung am 1. August dann in die Umsetzung kommen wollen. Die Erkenntnis war, dass das Gutachten doch sehr umfangreich ist, in einzelnen Teilen und in einer großen Zahl an Projekten, und dass wir zu der Erkenntnis gelangt sind, dass ein einzelner Geschäftsführer es kaum schaffen kann, neben der Tagesarbeit das Krankenhaus zu führen, dann gleichzeitig sozusagen eine Kulturwende in vielen Bereichen, in vielen Abteilungen einzuleiten. Sodass wir ein Paket geschnürt haben, das noch eine Begleitung in Beratertagen bis zu einem halben Jahr ermöglicht und der Geschäftsführer dann ein Dreivierteljahr da sein soll. Die zweite Vorbemerkung ist, Sie sehen, dass unser bisheriger Geschäftsführer, der Herr Dr. John, hier nicht mehr Platz genommen hat. Wir haben uns mit ihm verständigt, das ist auch verschiedentlich schon durchgesickert, dass wir uns zum 31.07. einvernehmlich trennen. Es ist ein Auflösungsvertrag unterschrieben, von den Gremien abgestimmt. Herr Dr. John wird eine neue Tätigkeit in seiner Heimat antreten, in Thüringen. Nun zum Gutachten, das insgesamt 90 Seiten, papiermäßig, umfasst, wenn ich mal nur den quantitativen Umfang ansprechen darf. Von Seiten der Politik ist das Wichtigste, was bedeutet so ein Gutachten oder eine Neuausrichtung für die Patienten im Raum Pfaffenhofen und im Raum Mainburg, und was bedeutet dieses Gutachten für die Angestellten? Und hier haben wir eigentlich ganz positive Ergebnisse, die uns einen Weg für die Zukunft aufzeigen, und ich möchte das in 4 Punkten zusammenfassen. Das erste ist, dass das Gutachten uns rechnerisch belegt, dass wir die Möglichkeit haben, das Krankenhaus als kommunales Krankenhaus weiter in die Zukunft zu führen. Das ist insofern bedeutend, weil wir dann selbst bestimmen, was heißt Grund- und Regelversorgung vor Ort in Pfaffenhofen und in Mainburg. Wir bestimmen das mit unseren Trägern, also den Kreisgremien und dem Aufsichtsrat.
Und zum Zweiten, weil wir natürlich auch darüber selbst entscheiden, was leisten wir uns neben der Grund- und Regelversorgung vielleicht noch an Spezialthemen, weil wir da auch gute Leute haben. Also wo können wir konkurrieren, auch mit anderen Standorten? Also wir können im Grunde nach wie vor unser Krankenhaus auch sehr an den Bedürfnissen der Bevölkerung im Raum Pfaffenhofen und im Raum Meinburg ausrichten. Das ist der erste Effekt, der aus der politischen Sicht sehr wichtig ist. Das zweite ist, dass das Gutachten ergibt, dass die medizinischen Schwerpunkte, die Herr Dr. John gesetzt hat, die richtigen sind. Wir haben insgesamt 7 Fachabteilungen für beide Häuser und diese 7 Fachabteilungen können bestehen bleiben. Es gibt an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Korrektur, wie das häuserübergreifend gelöst werden soll mit Meinburg und Pfaffenhofen, aber im Kern können wir das bestehen lassen. Zum Beispiel bedeutet das auch, dass die Notaufnahme an beiden Standorten aufrechterhalten bleibt, obwohl sie immer wieder mal umstritten ist, wegen langer Wartezeiten, was halt einfach schwer vermeidbar ist. Aber dennoch sehen wir, dass die Nothilfen ja von den Patienten unglaublich in Anspruch genommen werden. Es ist so, dass sie sich nicht rechnen für unser Haus, im Durchschnitt über alle Patienten, das muss man auch sagen. Dann gibt es die Standardformel, dass ein Patient im Schnitt 120 Euro kostet und dass wir an Refinanzierung nur 30 Euro bekommen, weil es richtiger wäre, dass ein Großteil der Patienten eben in der Notfallpraxis zuerst anlandet. Aber die Situation ist eben so, dass die Menschen kommen und wir wollen natürlich auch für die Notversorgung weiter bereitstehen. Wir sind aber natürlich auch offen für einen weiteren Austausch mit den Ärzten, wie künftig die Notfallversorgung organisiert werden soll. Ob man zu einer Bereitschaftspraxis kommt, Notfallbereitschaftspraxis, wie das in Ingolstadt der Fall ist, das wird sich dann zeigen. Einen Versuch hat es schon mal gegeben. Wichtig ist für uns, das will ich nochmal betonen, dass die Menschen, die einen Notfall haben, in jedem Fall auch ihre Anlaufstation behalten können am beiden Standort. Der dritte Punkt ist, dass tatsächlich beide Standorte bleiben können. Und der vierte ist, dass wir die Anpassungen, die notwendig sind, ohne betriebsbedingte Kündigungen hinbekommen. Das ist sicherlich nicht so ganz einfach und wir haben uns darauf verständigt, dass wir den Umsetzungsprozess strecken über 3 Jahre bis 2019, um personelle Anpassungen zu ermöglichen im Rahmen der Fluktuation. Oder auch zu versuchen, dass dort, wo eine Überbesetzung ist, dass wir das intern im Haus durch Umsetzungen lösen können und eben es möglichst personalverträglich umgesetzt werden kann und das Gutachten ermöglichen kann. Nun ist natürlich die Frage, wenn das schon alles so patientenverträglich, mitarbeiterverträglich passiert, was passiert dann überhaupt? Es ist schon eine Menge, die insgesamt auch an Inhalten zusammengetragen ist. Ich wollte vorweg die Dinge sagen, die jetzt für die politischen Entscheidungen wichtig sind. Vieles von den Themen, die wir empfehlen, die einen Weg aufzeigen, nachhaltig aus der Krisensituation der Interkliniken herauszukommen, hat der Landrat ja schon angedeutet. Vielleicht die Wesentlichen auch von unserer Seite. Wir sind zum einen sehr froh, dass wir einen Weg aufzeigen konnten in dem Gutachten, den wir auch empfehlen, Spitalkliniken an beiden Standorten zu erhalten und damit auch eine kommunale Struktur zu erhalten. Es gibt also keine Schließungen von Abteilungen, Funktionsbereichen oder auch der Notaufnahme, wie es der Landrat schon vorgestellt hat. Es wird natürlich punktuelle Anpassungen in den Fachabteilungen geben. Das heißt, punktuelle Anpassungen sind beispielsweise, dass wir uns vorstellen können und empfehlen, die Wirbelsäulenchirurgie zu stärken oder auch die geriatrische Rehabilitation aufgrund der Demografie zu stärken.
Es gibt eine Empfehlung. Es gibt die Empfehlung, dass wir die Allgemeinchirurgie reorganisieren. Das heißt, die Allgemeinchirurgie in Mainburg geht auf die Unfallchirurgie in Mainburg. Momentan wurden die noch gemeinsam bedient von Mainburg und Pfaffenhofen. Das heißt, die Allgemeinchirurgie geht auch in die Unfallchirurgie. Es wird für den Patienten, da wir heute nur über 6 Betten sprechen, keinerlei Einfluss haben. Und jetzt geht es einfach darum, dass sich jede Abteilung selbst spiegelt, jeder Arbeitsbereich selbst spiegelt und mit den Standards, die von außen hier hereingetragen werden, nochmal korrigiert, stimmt Aufwand und Betrag zusammen. Im Kern ist es so, dass sich die Schere zwischen Aufwand und Betrag einfach an vielen, vielen Stellen zu sehr geöffnet hat. Die Gesetzgebung möchte, dass jedes Krankenhaus in Deutschland eben auch einen größeren Blick auf die Kostensituation des Krankenhauses legt. Auch diesem haben wir Rechnung getragen und haben das Gutachten daraufhin ausgerichtet. In der Summe sprechen wir von Potenzialen, die wir heben bis zum Jahr 2019 von knapp 4,1 Millionen Euro. Diese 4,1 Millionen Euro teilen sich auf 2,5 Jahre, also die Umsetzungsphase ist ja 2016, haben wir nur noch ein Rumpfjahr 2017, 2018 und 2019, in der Summe insgesamt über 3 Jahre und die Umsetzung soll sofort starten. Das ist nicht geplant, was wir auch nicht empfohlen hätten, dort zu warten, sondern eben dieses Momentum, was wir jetzt erzielt haben, das Gutachten ist auch nicht entstanden, vielleicht zum Prozess noch kurz, das Gutachten ist nicht entstanden, dass wir dort ein Gutachten erstellt haben, was wir in eigenen Büroräumen erstellt haben, es wurde gemeinsam mit den Mitarbeitern abgestimmt, es wurden Chefarztgespräche geführt, Führungskräftegespräche geführt, das wurde in vielen Teilen den Führungskräften und der alten Geschäftsführung vorgestellt, das heißt, das ist in der Summe wesentlich schon abgestimmt. Natürlich ist es so, dass sie Teil des Gutachtens, vor allem wenn es dann um das Thema Personalressourcen geht, eben auch Empfehlungen aussprechen müssen. Ist denn das dann jetzt sinnvoll zu sagen, wir bauen jetzt trotzdem im Ärztebereich Personal ab, die man später vielleicht nie wieder kriegt? Oder? Also wir gehen jetzt auch, wenn man die demografische Entwicklung des Landkreises sich anschaut und auch die Auslastung dieses Hauses sich anschaut, ist das jetzt der richtige Weg, das so zu tun. Wir sehen momentan nicht, dass es in den Abteilungen so hohe Reserven gibt an zusätzlichen Erlösen und Fallzahlen, die rechtfertigen würden, dass man auf diese Investitionen sich stützt. Das sehen wir nicht als Empfehlung. Also es ist ja so, wir haben in Deutschland 2000 Krankenhäuser, davon haben über 40% negative Betriebsergebnisse. Das heißt, das Problem ist nicht alleine auf einen Landkreis oder auf einzelne Häuser beschränkt. Das Problem betrifft viele, viele Krankenhäuser in Deutschland. Vor allem Häuser eben der Grund- und Regelversorgung, wie wir es hier haben. Und bei diesen Häusern der Grund- und Regelversorgung ist eines ganz wichtig, dass diese Häuser eben ihre medizinischen, pflegerischen, administrativen Prozesse auf Vordermann bringen. Dass eben diese Prozesse funktionieren gegenüber dem, was der Gesetzgeber refinanziert. Wir haben ein relativ komplexes Refinanzierungssystem. Das ist die Aufgabe, die sich jedes einzelne kommunale Grund- und Regelversorgungshaus stellen muss. Und das ist genau das, was wir eben jetzt auch für die nächsten Monate und Jahre empfehlen, dass wir diese medizinischen, pflegerischen, administrativen Prozesse verbessern, weil nur dann ist es möglich, überhaupt über diese Personalreduktionen nachzudenken. Weil die Personen, die heute hier sind, die stehen ja nicht rum. Und die tun ja etwas. Sie nehmen in ineffizienten Strukturen, das heißt, müssen wir erst Prozesse verbessern, um dann nicht in Überstunden oder zusätzliche Mehrbelastung für die Mitarbeiter zu kommen. Ja. Und das ist vielleicht das eine dazu. Das zweite ist auch das Gutachten, damit Sie nur nicht, dass es einen falschen Eindruck gibt. Die 4 Millionen Potenzial sind ungefähr 50-50 aufgeteilt in Kosten und Erlöse. Ja. Zunächst brauchen wir natürlich ab 1. August einen Geschäftsführer, der auch rechtlich als solcher angemeldet ist, unterschriftsberechtigt und die Verantwortung hat gegenüber dem Aufsichtsrat. Also das wird auch in der neuen Konstellation hergestellt. Kann jetzt in dem Fall geschehen, durch die Vermittlung von Ernst und Young, und Ernst und Young würde bis zu 2 Kräfte aus dieser Besetzung mit definierten Manntagen ein halbes Jahr dazugeben. Zum Geschäftsführer. Und diese beiden Kräfte gestalten mit hausinternen Kräften ein Umsetzungsteam.
Und dieses Team arbeitet dann an diesen 28 Projekten. Ziel ist, dass wir eben in dieser Zeit möglichst weit kommen. Also wir reden dann doch von diesen 10% der Personalkosten, die runter sollen? Nein. Sondern? Nein. Wir sprechen über 47 Millionen Personalkosten und eben die Personalkostenreduktion auf die 18 Vollzeitkräfte sind 1,1 Millionen, also ungefähr 3%. Was sich aber auch noch ergeben hat, das ist auch vielleicht ein ergänzlicher Hinweis, dass Sie Abteilung durchgesprochen haben und auch bei Abteilungen, die Perspektive haben und sich entwickeln werden, Personal belassen, das gebraucht wird, wenn die Entwicklung so kommt, wie sie sich jetzt abzeichnet und auch kommen soll. Und es steht aber auch drin, wenn diese Leistung nicht kommt, dann muss die Kraft bestehen, Kostensituation und auch die Personalsituation anzugleichen. Wir konnten ja auch während des Gutachtens wichtige Führungskräfte behalten. Das heißt, wir haben wichtigste Ärzte, Führungskräfte erhalten können. Und es ist so angelegt, dass wir auf diese Fallzahl und Erlössteigerung eben setzen. Müssen aber eben dann auch, sofern sie sich nicht einspielen, nächsten Monaten eben dann gegenfalls gegenarbeiten. Eben dieses Prinzip Hoffnung, nur auf Erlöse zu erzielen, sondern wir müssen eben dadurch ein geeignetes Controlling, deshalb auch die Stärken des Controllings, sehr schnell und konkret dann diesem Punkt dann entgegnen. Zwischen dem Betriebsergebnis heute und den Potenzialen, aber dafür muss man sehen, haben wir natürlich jetzt gemeinsam mit den Gremien, was auch wichtig war, eben eine balancierte Gutachten erstellt, was eben kein Eingriff in vornimmt und eben vor allem die Qualität der Patientenversorgung und auch die Mitarbeiter eben hier noch bedient. Ja, das heißt, dass der Landkreis, die Gremien sind sich eben über ihre Herausforderungen, aber auch ihre Notwendigkeit der Patientenversorgung durchaus bewusst und sind bereit, hier zu investieren. Was nicht üblich ist, muss man sagen. Ja, wir machen ja viele dieser Projekte und Gutachten. Also die Investition in die Zukunft, die der Landkreis hier trägt, ist nicht üblich. Wir haben vereinbart, dass wir den Interimsgeschäftsführer dann auch noch mal ein Vierteljahr verlängern können. Wir haben aber auch vereinbart, dass wir sprechen können, ob wir die Zeit verkürzen, wenn sich die Umstände gut entwickeln oder wir zum Beispiel relativ kurzfristig eine Person finden, die erstens einsteigen, zweitens mitarbeiten könnte, sich einarbeiten könnte und dann gegebenenfalls am 1. Januar. Aber wir wollen hier nicht übertrieben optimistische Horizonte zeichnen. Für uns ist in erster Linie wichtig, dass wir das, was jetzt im Papier steht, an den Start bringen. Und darum haben wir uns festgelegt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt dann, selbst wenn es möglich wäre, am 1. September oder 1. Oktober eine neue Person einstellen, wenn nicht gewährleistet ist, dass dieses Paket jetzt auch wirklich Fahrt aufnehmen kann und nachhaltig installiert wird. Aber nochmal, der Herr, der also damals genannt worden ist, der freiberufliche Mitarbeiter von Ernst & Young, ist der jetzt noch, also läuft das denen aus, oder ist der jetzt wir dementieren wieder? Und bestätigen heute keine Namen und bitten dafür um Verständnis bis zum 18. Ganz einfach deshalb, dass wir auch die noch abzustimmenden Gremien respektieren. Aber der Interimsgeschäftsführer wird es auf keinen Fall. Der neue dann. Der neue Enkel. Dass er dann als regulärer wird. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Das haben wir eigentlich zunächst einmal nicht verhandelt. Könnte sein, dass sich diese Umstände so entwickeln, aber das ist im Moment nicht im Plan. Also mit viel Glück oder auch Pech vielleicht, weil sich sonst keiner meldet. Ich sage mal, wenn alles wunderbar läuft, dann. Weil man natürlich auch fragt, was war mit der bisherigen Geschäftsführung. Hier einfach die Erkenntnis, eine Person allein müsste fast ein Übermensch sein, um eine Korrektur für das ganze Haus mit diesen vielen kleinen Nachstellen herzubringen. Also mit wahnsinnig viel Erfahrung, dann natürlich auch mit Sanierungserfahrung und auch mit einem ganz, ganz großen Gesprächsaufwand, der dann zu führen ist, um die einzelnen Bereiche zu klären, abzustimmen, was sollen wir wo verändern. Und entscheidend ist ja auch, dass wir letztlich das Leistungsangebot nicht beeinträchtigen,
sondern eher verbessern, stabilisieren, zukunftsorientiert ausrichten und doch dort, wo vielleicht zu viele Kosten rausgehen, das zu heben, aber auch nicht Ressourcen wegnehmen, die dann letztlich verhindern, dass die Leistungen steigern. Es gibt im Grunde zwei Seiten. Wir haben ein Krankenhaus mit 320 Betten, verteilt auf zwei Standorte. Weil diese 320 Betten nicht auf einem Standort sind, haben wir mehr Kosten durch den zweiten Standort. Jetzt kann man sagen, diese Mehrkosten, die muss irgendjemand zahlen. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Seite der Medaille und die schaut so aus, wenn wir Mainburg nicht hätten, dann hätten wir ein Krankenhaus mit 220 Betten. Und bei einem Krankenhaus mit 220 Betten könnten wir nicht 7 Abteilungen führen und könnten nicht Patienten erreichen, die wir jetzt durch diese beiden Standorte erreichen. Also kann man nicht vereinfacht sagen, die Mehrkosten, die sich aus der Aufteilung der Standorte ergeben, sind automatisch ein zusätzliches Plus, das womöglich derjenige alleine schultern muss, der jetzt vor der Haustür oder in seinem Landkreis dadurch noch dran. Also der Größere hätte das sowieso. Also auch der Größere müsste dann für sich im Leistungsangebot Einschnitte nehmen, sodass wir diese Diskussion nicht pauschal führen wollen, überhaupt nicht jetzt politisch behandeln wollen, sondern uns zu gegebener Zeit, wenn wir mit diesen Dingen, so ist es die Vereinbarung, wieder in sicheren Fahrwässern sind, dass wir sagen, die Zeiten ändern sich. Man ist sicherlich damals von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Da ging es dann ja auch einmal darum, kann man vielleicht mit den Krankenhauswesen auch Gewinne erwirtschaften. Ja. Und dann soll das auf einer möglichst objektiven Basis angeschaut werden. Gesperrt haben sich die Vertreter beider Seiten gegen so eine Betrachtung nicht. Gibt uns die 6 Monate, dann im Detail, das auch mit den Abteilungen alles im Detail abzustimmen. Im Gutachten ist es enthalten, in welchen Abteilungen wir auf Fallzahlsteigerungen setzen, auf welche Abteilungen man Personalkosten reduzieren sollte. Ich denke, das sollte man gemeinsam mit den Mitarbeitern machen. Geben Sie uns die 6 Monate und in 6 Monaten, Sie haben das Endergebnis, dann geben Sie uns die Zeit vielleicht. Ich möchte jetzt nicht in jedes Detail des Gutachtens zum jetzigen Zeitpunkt eingehen.